Hallo, in diesem Video wollen wir mal untersuchen, ob die SPD-Wähler, Grünen und Friday for Future Girls wirklich an das glauben, was sie predigen. Gut, fangen wir mal mit der SPD an. Also ich habe euch ja schon in anderen Videos erzählt, dass die SPD versucht hat, in Deutschland eine Diktatur einzuführen. Eine weiche Diktatur zunächst einmal, indem sie versucht hat, die Medien unter Kontrolle zu bringen. Ja, das ist ihr auch gelungen. Über einer Holding gehören ihr viele deutsche Tageszeitungen, auch Rundfunksender. Ja, aber was viele nicht wissen, die SPD ist auch im Online-Reisemarkt aktiv. Die haben ihr eigenes Online-Reisebüro für Fernreisen. Ja, findet ihr hier unter SPD Reiseservice. Ja, und in diesem Reisebüro für Fernreisen werden dann angeboten Silvester-Kurztrips nach Malta. Ja, also kennt man sonst nur so von Superreichen. Ne? Da regen sich normalerweise die SPD-Politiker immer drüber auf. Über solche Silvesterreisen, ne, gibt's ja viel, so Weihnachten feiern auf den Malediven oder Silvester in Kenia oder so. Ja, die verkaufen diese Silvester- und Weihnachtsreisen selber in ihren Online-Reisebüro und machen damit Geld. Ja, oder Hochseereisen um Afrika bieten sie auch an. Da fliegst du erstmal ein paar tausend Kilometer, bis du da bist, und dann geht's mit einem Kreuzfahrtschiff weiter. Oder du kannst mal eben nach China jetten. Ja, warum nicht? Wie viel sind das? Ich weiß nicht, 10, 20.000 Kilometer. Ja, wenn man jetzt, man muss ja immer dabei sagen, dass die Klimawissenschaftler sagen, dass dieses Flugbenzin, was in großen Höhen freigesetzt wird, 10-mal so gefährlich ist wie die Abgase von Autos. Ja, das heißt, wenn du da 10.000 Kilometer fliegst, dann ist das genauso, als wenn du 20 Jahre lang Auto fährst. Ja, also das ist wesentlich gefährlicher als Autofahren. Gut, aber was die vor allen Dingen machen, das sind die sogenannten Hochseekreuzfahrten rund um Island. Ja, rund um Island, das ist die Arktis, und da sagen die Klimawissenschaftler, dass diese Arktis schmilzt durch den Albedo-Effekt. Das heißt, der Ruß dieser Kreuzfahrtschiffe, der setzt sich auf den Eis ab, und ihr wisst ja alle aus dem Physikunterricht, dass weiße Flächen die Wärme und das Licht gut zurückstrahlen, aber schwarze Flächen, die behalten die Wärme. Ja, die wird auch zurückgestrahlt, aber nicht so gut. Und deshalb heizen sich schwarze Flächen auf. Ja, deshalb sind die Häuser in Afrika auch alle weiß gestrichen und nicht schwarz. Da würde niemand auf so eine Idee kommen. So, und dieser Ruß, der setzt sich da ab und dann schmilzt die Arktis. Ja, das könnte auch erklären, warum bis vor einigen Jahren die Arktis kleiner geworden ist und die Antarktis ist immer größer geworden. Ja, könnt ihr euch bei der SPD bedanken. Ja, die Grünen hat man auch untersucht. Da hat man festgestellt, dass grüne Wähler Vielflieger sind. Ja, also die Wähler von anderen Parteien fliegen weniger als die Grünen. Sowohl grüne Politiker als auch grüne Wähler. Ja, mich hat das nicht gewundert, weil Grüne sind der Inbegriff der Heuchelei. Die haben ja auch den ersten Angriffskrieg nach Adolf Hitler geführt. Da haben sie Serbien angegriffen. Die haben immer gesagt, wir sind Pazifisten, Waffen sind böse und wollten die Bundeswehr abschaffen. Und dann sind sie an die Regierung gekommen. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben Krieg angefangen. Und für diesen Krieg hat sich jetzt übrigens der SPD-Kanzler Schröder entschuldigt. Ja, das sind Heuchler. Sowohl im Umweltschutz als auch in der Friedensdiskussion sind das absolute Heuchler. Übrigens genauso wie die Linkspartei. Die hat sich darüber aufgeregt, über die Grenzen, über geschlossene Grenzen. Aber als die Linkspartei an der Macht war, in der DDR, also die nannte sich damals SPD, die Linkspartei ist ja der Rechtsnachfolger davon, ja, da haben sie auf Flüchtlinge geschossen. Auf deutsche Flüchtlinge, da haben sie auf Frauen und Kinder geschossen, den haben sie von hinten in den Rücken geschossen. Ja, das sind genau solche Heuchler wie die Grünen, die Linkspartei. Ja, ein schönes Beispiel für dieses Pharisäertum, das ist die Luisa Neubauer. Das ist die bekannteste Aktivistin von Friday for Future, diesen Schülerstreik.
Und die ist ja auch immer im TV, diese Luisa Neubauer. Ja, da hat man jetzt mal ihr Reisetagebuch veröffentlicht. Ja, ganz interessant. Guckt euch dieses Video mal an. Ich verlinke das. Ja, und dann habe ich hier unten noch einen Bonuslink. Das ist ein Video, das ist gerade heute hochgeladen worden, auch von Friday for Future. Da spricht die Aktivistin Magdalena aus Uelzen. Und das ist jetzt wirklich so eine Scheiße, die muss man sich angucken. Ja, die erzählt da was von 600.000 Toten pro Jahr, die schon jetzt sterben, ne, am Klimawandel. Ja, dann führt sie sowas an wie Tsunamis und Iran und Afrika. Ja, können wir ja mal eben durchgehen. Also Tsunamis werden durch Seebeben verursacht und kein Mensch auf der Welt würde behaupten, dass er CO2 irgendwas mit zu tun hat. Ja, es gibt zwar in Einzelfällen kleinere Tsunamis, die durch ein Unwetter ausgelöst werden, aber auch das hat man untersucht. Der Weltklimarat sagt selber, es gibt keine Beweise dafür, dass die Extremwetter überhaupt zugenommen haben. Ja, man muss das nur mal durchlesen und nicht einfach nur dumm schwätzen. So, im Iran, da sind 500.000 Kinder gestorben in 10 Jahren, glaube ich, oder so. Das stimmt. Ja, die sind gestorben durch Umweltschützer. Ja, denn diese bekannte Umweltschützerin Madeleine Albright, ja, die hat als Außenministerin ein Embargo gegen den Iran verhängt. Dadurch haben die keine Medikamente für Babys mehr gekriegt und keine Nahrung mehr. Und dadurch sind 500.000 Kinder gestorben. Und in einem Interview sagt sie, die Sache war es wert. Ja, also ich möchte das jetzt nicht moralisch bewerten, ob die US-Politik wirklich 500.000 tote Kinder rechtfertigt oder nicht. Ja, aber ein Embargo, was von den USA verhängt wird, hat nichts mit CO2 zu tun. Ja, genauso in Afrika. In Afrika verhungern Kinder. Ja, aber man muss dabei sagen, dass die Ernteerträge weltweit gestiegen sind. Dass trotzdem Kinder verhungern, liegt daran, dass da die Bevölkerung exponentiell wächst. Na, wärst du besser zum Mathematikunterricht gegangen, dann wüsstest du auch, wie eine Exponentialfunktion aussieht, Magdalena. Ja, und zweitens haben wir da Religionskriege, die Islamisten versuchen, Afrika zu erobern und metzeln alles ab. Das sind die wahren Probleme der Welt und nicht solche Spinnereien von 600.000 Toten pro Jahr durch Klimawandel. Ja, das ist eine reine Fantasiezahl. In Wirklichkeit ist es sogar genau umgekehrt. Die Wüsten werden kleiner. Ja, die Wüsten breiten sich nicht aus, sondern werden kleiner, weil CO2 ein Düngemittel ist. Das ist kein Umweltgift, sondern Düngemittel. Und wenn du nächstes Mal bei Aldi deine Tomaten kaufst, ja, dann sind das Tomaten aus dem Treibhaus. Und in diese Treibhäuser wird extra CO2 eingeleitet, damit die Tomaten besser wachsen. Denn je mehr CO2 in der Luft ist, desto besser ist das für die Pflanzen. Ja, eine Meldung habe ich heute noch gelesen. Da geht es um Australien. Da ist wohl wieder ein Betrug aufgedeckt worden. Und zwar zeigen da manche Wetterstationen fallende Temperaturen an. Also seit 1900 sind die Temperaturen gefallen. Und dann hat man festgestellt, dass die zweimal geändert worden sind. Ja, da haben die Klimaforscher gesagt, wir müssen die Daten homogenisieren, weil wir jetzt andere Messstationen haben. Ja, ist natürlich Blödsinn, ob er von Hand abliest oder vom Automaten. Temperatur ist Temperatur. Ja, aber die sind zweimal nachgebessert worden. Das heißt also, wenn jetzt gesagt wird, zum Beispiel, vor 100 Jahren war es kälter in Australien, ja, dann stimmt das gar nicht. Denn die Rohdaten, man muss ja immer unterscheiden zwischen Rohdaten und bearbeiteten Daten. Ja, ich dachte früher auch, Daten sind Rohdaten, aber das stimmt nicht. Sondern diese Rohdaten, die Messstationen liefern, die werden geändert. Man nennt das homogenisieren. Ja, ich würde das einfach Fälschung nennen. Ja, die sind zweimal geändert worden. Die nennen das homogenisiert. Und diese Temperaturen zeigen dann eine steigende Tendenz an. Ja, das heißt, da bin ich auch mal drauf reingefallen. Wenn von Temperaturdaten die Rede ist, ja, dann sind das keine Rohdaten, sondern das sind dann schon Daten, die verändert worden sind.
unter irgendwelchen Vorwänden wie zum Beispiel statistische Gründe oder andere Wetterstationen oder. Aber es sind nicht mehr die richtigen Daten. Und an diese Daten kommst du auch nicht mehr dran, weil die nur noch die geänderten, sprich die gefälschten Daten veröffentlichen. Ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass die so unverschämt sind beim Fälschen, ja, aber ist so. Gut, hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.